So, jetzt mache ich die nächste. Einen schönen Stift. Ah, die ist schön. Gut. Und zwar bestimmt die gleiche senkrecht. Das ist D. Ja, also ich brauche ein F und die Ebene F soll senkrecht auf dieser Ebene sein. Jo, so. F soll senkrecht auf E sein. Und da gibt es viele Möglichkeiten, weil wenn die Ebene E so ist, dann kann ja die Ebene F, die kann so stehen, dann wäre die senkrecht, aber die könnte auch irgendwie so stehen, dann wäre die senkrecht. Genau. Wichtig ist, ich habe hier den normalen Vektor von meiner Ebene F und das andere, hier ist der normalen Vektor von meiner Ebene E. Und logischerweise, wenn der grüne und der blaue Vektor aufeinander senkrecht stehen, stehen auch die Ebenen aufeinander senkrecht. Also ich brauche einen normalen Vektor, der da senkrecht steht auf meinem normalen Vektor von E. Also ich brauche hier, ich habe ja gegeben, also der normalen Vektor von E ist ja 424, 424 und ich brauche jetzt irgendeinen normalen Vektor von F. Ja, und die müssen senkrecht stehen. Das heißt, Skalarprodukt der beiden muss 0 sein. Also 4, 2, 4 Skalar, irgendwas ist 0. Und der Trick ist immer, ich mache hier 2 minus 4, 0. Also, weil jetzt, wenn ich hier, das habe ich hier so in meiner Nebenrechnung, 4 mal 2 ist 8, plus 2 mal minus 4 ist minus 8, plus 4 mal 0 ist 0, ist 0, das macht's. Man könnte jetzt auch irgendwas machen, wenn ich jetzt hier eine 1 habe und eine minus 2, ja, 4, dann geht's auch zum Beispiel. Also rumprobieren. Gut, also ich habe jetzt einen normalen Vektor. Was hatten wir da genau? Einen normalen Vektor und zwar der war 2 minus 4, 0. Der Punkt ist völlig egal. Ich suche irgendeine Ebene und damit kann ich F ist 2 minus 4, 0, Skalar x minus völlig egal, ist gleich 0. Dann kann ich ja 0, 0, 0 nehmen, weil ich ja die rumschieben kann. Hauptsache jetzt senkrecht. Und jetzt erzähle ich gleich die nächste. Da sind wir jetzt hier, glaube ich. Ja, genau. Das ist jetzt ein bisschen Transfer gewesen. Wir haben eine Ebene und auf der Ebene soll eine Kugel sein und die Kugel hat einen Mittelpunkt. Hier so, genau. Mittelpunkt, die Kugel hat den Radius 18. Und es gibt jedem, wo könnte jetzt irgend so ein Mittelpunkt sein? Und man denkt an die Kugelgleichung. Die Kugelgleichung ist ja x minus Mittelpunkt Quadrat ist r Quadrat, so. Aber braucht es hier gar nicht. Es geht hier nur um den Abstand. Und das ist häufig bei Kugelaufgaben. Bei Kugelaufgaben, ich habe die Ebene. Und wenn ich irgendeinen Punkt m habe mit dem Abstand 18, dann taugt er als Mittelpunkt. Also die Frage ist gar nicht die Kugelgleichung, sondern die Frage ist nur, finde ich irgendeinen Punkt M mit Abstand 18? Und deswegen mache ich hier Abstand, Ebene Abstand an Hesse denken. Ja? Hesse ging ja so, der normalen Vektor hat hier 4, 2, 4 und der Betrag von diesem normalen Vektor ist dann 4 Quadrat plus 2 Quadrat plus 4 Quadrat und das ist normal, meistens irgendwas mit Wurzel, in dem Fall geht es schön auf, 6. Und jetzt teile ich hier durch 6. Für die Hesse brauche ich hier noch ein Minus, aber bei Abstandsfragen, der Aufgabe ist, das passt, braucht es nicht. So, und jetzt brauche ich irgendeinen Punkt, sodass nicht 0 rauskommt, sondern 18. Ja, weil wenn ich einen Punkt einsetze, kommt der Abstand raus. Wenn der Abstand 0 rauskommt, liegt der Punkt in der Ebene. Deswegen ist es ja die Ebenengleichung. Alle Punkte, die hier die gleichen erfüllen, liegen in der Ebene. Alle Punkte, die nicht die gleichen erfüllen, liegen nicht in der Ebene. Also muss 18 rauskommen. Also, ich habe jetzt hier mal, hier habe ich 18 reingeschrieben. So, machen wir eine schöne Farbe. Also ich habe hier 18 reingeschrieben, habe mal 6 gemacht, dann bin ich bei dieser Gleichung. Und dann plus 12, dann bin ich bei dieser Gleichung. Und jetzt suche ich irgendwelche Zahlen, die gleichen erfüllen. Alle Zahlen, die die gleichen erfüllen, haben den Abstand 18. Und da habe ich, weil ich ein fauler Mensch bin, eben hier 4 mal 30 ist 120 und dann 0, 0. Fertig. Das war's. Das war die Aufgabe. Genau, und jetzt noch die nächste. Die Kugel rollt. Also ich habe jetzt hier. Die Kugel rollt irgendwie. Ja, also es ist keine Richtung vorgegeben und ich soll die Geraden gleichen irgend so einer Kugel machen. Und ich habe hier, da fehlt der Pfeil. So. Also ich habe den Punkt, also den Punkt M. Ja, der ist 30, 0, 0. Genau hier ein
Das ist gleich ein bisschen, ja, so. Also eine Geradengleichung ist immer Aufpunkt und Lambda und Richtungsvektor. Und der Richtung, das soll ein U sein. Ja, so. Gut. Und jetzt ist wichtig der Richtungsvektor. Also ich habe hier, nehmen wir das da. Die Ebene hat den normalen Vektor und die Gerade hat einen Richtungsvektor U. Ja. Und die müssen logischerweise aufeinander senkrecht stehen. Darum geht's. Und das heißt, ich nehme wieder, naja, wieder mein 2 minus 4, 0. Ja, da kann ich wieder irgendwas nehmen. Es muss halt, diese zwei müssen skalarproduktmäßig 0 ergeben. Also 4 mal 2 ist 8 und 2 mal minus 4 ist minus 8 und dann gibt es dann 0. 8 plus minus 8, ich könnte auch jeden nehmen, weil ja auch hier die rollt irgendwie. Genau, ich könnte jetzt ja, Transfer mit irgendwas vorgeben, aber in dem Fall irgendwie. Und dann habe ich jetzt den Aufpunkt der Gerade, den Richtungsvektor der Gerade und das ist jetzt genau. Also wichtig ist so gerade immer so anfangen. Was ist der Aufpunkt und was ist der Richtungsvektor, wenn irgendeine Gerade gesucht ist? Und dann grübeln.